Liebe Gäste, liebe Kunstfreunde, es ist mir eine Ehre, Sie heute hier zur ersten Ausstellung des Jahres 2018 zu Willi P. Schlichter, Perlen an Imaginationen zu den Mysterien von Eloysis, begrüßen zu dürfen. Des Weiteren freut es mich, das Jahr mit dieser Ausstellung zu beginnen, deren mythologischer Hintergrund ja auch mit dem Jahresrhythmus in Zusammenhang steht. Da Willi Schlichter als Maler, Mensch und Denker seine Malerei auf historische, mythologische sowie philosophische und literarische Schriften aufbaut, möchte ich nun kurz ein paar Informationen zu den Mysterien von Eloysis vortragen. Die Mysterien von Eloysis waren Initiations- und Weiheriten, die sich um die Gottheit Demeter und Chore drehten und die nach dem Demeter-Heiligtum in Eloysis, heute Elphis, bei Athen benannt waren. Die Mysterien gehörten zum Staatskult der Athener. Es wurden auch Teilnehmer aus der gesamten Ökumene in die Mysterien eingeführt. Die Teilnehmer der Mysterienfeier mussten die Geschehnisse unter Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Sie glaubten dadurch an der göttlichen Macht teilzuhaben und im Leben nach dem Tode davon zu profitieren. Grundlage der Mysterien bildete der Mythos von Demeter, der Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit, und dem Raub ihrer Tochter Chore oder Persephone durch den Unterweltsgott Hades. Während Demeter nach ihr suchte, vernachlässigte sie ihre Pflichten. Die Erde gefror und die Menschen hungerten. Der erste Winter. Am Ende gelang es ihr, Persephone zurückzuholen und die Erde begann wieder zu leben. Der erste Frühling ereignete sich. Während ihrer Entführung gab Hades Persephone einen Granatapfel, von dem sie ein paar Samen aß, weshalb sie nun nicht mehr ständig im Land der Lebenden weilen konnte. Ein Drittel des Jahres zog es sie in die Unterwelt, den Rest des Jahres verbrachte sie mit ihrer Mutter. So entstanden die Jahreszeiten. Die Griechen kannten allerdings nur drei Jahreszeiten. Einen Herbst gab es nicht. Mit den Mysterien von Eloysis wurde Persephones Rückkehr in die Welt der Lebenden gefeiert, also der Frühlingsbeginn. Da sie während ihres Aufenthalts in der Unterwelt Samen aß, ein Symbol des Lebens, steht ihre Wiedergeburt symbolisch für die Wiedergeburt alles pflanzlichen Lebens im Frühjahr und im größeren Rahmen alles Lebens auf Erden. Dieser Kult, der nun fast 2000 Jahre praktiziert wurde, dreht sich also um die Entstehung der Jahreszeiten, die ja auch oft symbolisch für ein Menschenleben oder das Altern bzw. Vergehen und den sich doch auch wieder erneuernden Kreislauf des Seins stehen. So birgt dieser Kult unwahrscheinlich viele Ansätze zu philosophischen und existenziellen Fragestellungen, die zugleich Möglichkeiten verschiedener Blickwinkel auf die malerischen Ausführungen von Willi Schlichters Werk eröffnen. Denn in vielen seiner Bilder geht es um Kult und Möglichkeiten von Erleben und Imagination. So kann sicher ein griechischer Jüngling in der Ekstase solch einer kultischen Veranstaltung seinen Glauben als real existierend erleben, während einem christlichen Eroberer der Kult wohl nur als heidnisches Fest mit Blut und Wein erscheinen mag. Ein Ereignis und zwei ganz gegensätzliche Erlebnisse. Doch nur durch die Existenz des Geschehens wird überhaupt die Möglichkeit zur Interpretation gegeben. Ähnlich sehe ich Willi Schlichters Bilder, die oft auf mythische oder kultische Themen aufbauen und uns aber dann ein Spektrum an Möglichkeiten, Lösungen und Sichtweisen bieten, die jede nur für sich selbst kontemplativ und subjektiv ergründen kann. Schauen wir uns nun einmal zum Beispiel das Werk Rückkehr der Persephone, das ist das hier, das ein Hauptwerk Schlichters darstellt, genauer an. Willi Schlichter zeigt einen Frauentorso mit gespreizten Beinen. Der Oberkörper scheint sich wie in einer Metamorphose über erste Blattstrukturen, dann auch farblich in Natur und Blattwerk zu verwandeln. Durch den Körper wird das Bild in drei Teile, ähnlich der drei griechischen Jahreszeiten, geteilt. Natur im linken oberen Bildabschnitt und ackerfarbener Boden im unteren Bilddrittel erinnern an die Landwirtschaft und Natur. Auch der sexuelle Kontext des Bildes passt zu Demeter, dem Leben und der Fruchtbarkeit. Im oberen rechten Bilddrittel erkennen wir einen Kopf, der trotz seiner Neutralität männlich wirkt. Verweist er vielleicht auf Hades? Wir sehen, die Möglichkeiten der Interpretation sind reichlich und alle gleich richtig und berechtigt. Daher möchte ich Sie nun alle einladen, die Bilder selbst zu betrachten, die Titel auf sich wirken zu lassen, ein bisschen was von dem, was wir jetzt an mythologischem Kontext gelernt haben, vielleicht in Betracht zu ziehen und dann für sich selbst jeweils ihre eigene Lösung zu jedem Bild zu finden. Musik.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Eloysis an Hölderlin, August 1796. Um mich. In mir wohnt Ruhe. Der geschäftigen Menschen nie müde Sorgen schläft. Sie geben Freiheit und Muße mir. Dank dir, du meine Befreierin, o Nacht. Mit weißem Nebelflor umzieht der Mond die ungewissen Grenzen der fernen Hügel. Freundlich blinkt der helle Streif des Sees herüber. Des Tags lang Balken lärmen fernt Erinnerung, als lägen Jahre zwischen ihm und itzt. Dein Bild, Geliebter, tritt vor mich und der entflohenen Tage Lust. Doch bald weicht sie des Wiedersehens süßer Hoffnungen. Schon malt sich mir der lang ersehnten, feurigen Umarmungsszene. Dann der Fragen des Geheimen, des wechselseitigen Ausspähenszene. Was hier an Haltung, Ausdruck, Sinnesart am Freund sich seit der Zeit geändert. Der Gewissheit Wonne, des alten Bundes Treue, fester, reifer noch zu finden, des Bundes, den kein Eid besiegelte. Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satzung, die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehen. Nun unterhandelt mit der trägern Wirklichkeit der Wunsch, der über Berge, Flüsse leicht mich zu dir trug. Doch ihren Zwist verkündet bald ein Seufzer und mit ihm entflieht der süßen Fantasien Traum. Mein Aug erhebt sich zu des ewigen Himmels Wölbung. Zu dir, o glänzendes Gestirn der Nacht. Und aller Wünsche, aller Hoffnungen vergessen strömt aus deiner Ewigkeit herab. Der Sinn verliert sich in dem Anschauen, was mein ich nannte, schwindet. Ich gebe mich dem Unermesslichen dahin. Ich bin in ihm, bin alles, bin nur es. Dem wiederkehrenden Gedanken verfremdet, ihm graut vor dem Unendlichen und staunend fasst er dieses Anschauens Tiefe nicht. Dem Sinne nähert Fantasie das Ewige, vermählt es mit Gestalt. Willkommen ihr, erhabenen Geister, hohe Schatten, von deren Stirne die Vollendung strahlt. Erschrecket nicht, ich fühl, es ist auch meine Heimat.